Hallo Wladimir. Hallo Florian. Großes Thema in den letzten Tagen ist ja sind ja die Anschläge auf die beiden Nord Stream 2 Pipelines. Noch ist der Täter unbekannt. Es wird wahrscheinlich irgendein Staat gewesen sein. Im Westen zeigt man natürlich gerne auf Russland. Russland spricht von einem Terrorakt. Auffällig ist, dass zur selben Zeit die Baltic Pipeline eröffnet wurde, also ein Konkurrenzprojekt sozusagen zu Nord Stream 2. Also das ist schon eher verwunderlich. Aber es wird meistens in Zusammenhang gebracht mit dem Ukraine-Krieg und der Mobilmachung. Wie siehst du denn das? Versuchen wir Sherlock Holmes spielen. Das heißt Deduktion und dann sollen wir unter die Lupe finden, irgendwelche Stück von Haaren oder Putin-Ausweis, welche ist hinterlegt bei Explodierungsloch, weißt du? Und mit Deduktion als Sherlock Holmes fangen wir an mit ganz einfach. Man versucht immer sagen, wer ist Beneficiar, wer ist Gewinner von der Sache. Ich schlage vor, dass wir sprechen, wer ist Verlierer für die Sache. Und ganz deutlich, Deutschland hat immer bis jetzt Plan B. Immer. Jetzt ist dieser Plan B ist gescheitert. Das heißt, wir wissen ganz genau, wer leidet davon, Deutschland. Und wenn man spricht über allgemeine Westens, das Westens macht Vorwurf an Russland, Russland an Westens, ich werde jetzt Westens richtig versuchen, mit einer Keile zu trennen. Keile heißt es, diese. Genau, ja. Mit Keile zu trennen. Punkt Nummer eins. USA hat ganz andere Interesse als Deutschland. USA ist First. Deutsche Regierung ist schwach, nicht schnell, verbreitet auch falsche Hoffnungen an Ukrainer und besorgt überhaupt nicht deutsche Industrie mit günstiger Elektrizität, spielt irgendwas anders. Wir sagen, Deutschland als Nationalprojekt zurzeit ist mit sehr schwacher Führung im Spiel. Und wenn ich betrachte, was läuft, dann machen wir Folgendes. Ob kann man Gewinn in Russland davon erzielen oder profitieren? Ich sehe keine Option, wie die Russen profitieren. Ja, es wird halt gesagt, es löst Verunsicherung aus. Es zeigt, dass auch andere Pipelines und ähnliche, die Telekom-Linien unter Wasser gefährdet sind und dass man halt sozusagen weiter aufrüsten muss und dass halt demnächst was anderes kaputt gehen könnte und so weiter. Aber es ist natürlich albern, weil wenn Russland sowas machen sollte, dann hätte ja auch eine Pipeline gereicht. Muss er nicht beide kaputt machen, sozusagen. Dann hast du jetzt gerade geantwortet, Russen können eine Nord Stream 1 explodieren lassen, aber Nord Stream 2 dann wird als Plan B für Deutschland im kalten Winter blitzschnell da. Und besonders, wenn ein einziger, kannst du vorstellen, dass Krieg dauert und dauert. Und bis jetzt ist kein einziges Mal das Gaspipeline in der Ukraine getroffen. Erzählst du mir keine Märchen über Verschwörungstheorie, oder? Wie kommt Naja, es an? Gazprom geht ja gerade gegen Naftogaz vor, weil es dort Streitereien gibt über Zahlungen und hat ja angedroht, möglicherweise den Wir Gas zu. sprechen über Direktexplodierung, wir sprechen Achso, nicht ja, über das nicht. Zahlungen, ja, weißt du. Und es dauert und dauert, die Städte sind ruiniert, dann die Menschenrechte sind gebrochen. Aber diese Pipeline irgendwie heilig ist, weißt du, diese ukrainische Rohr. Es geschützt mit Gottes Willen oder wie du. Es ist, ich muss nicht Verschwörungs, sondern ich muss veröffentlichen bestimmte Gedanken. Und bei diesen Gedanken, wer profitiert? Ukraine, wenn bleibt am Winter transiert über die Ukraine. Okay. Könnte es sein, dass Ukraine wäre abgeschaltet auf freche Weise, nicht wegen Bezahlenden oder so weiter, gnadenlos Raketentreff. Könnte es sein. Das heißt, Ukraine profitiert. Nehmen wir Polen. Die haben Nord-Süd von Norwegen eine Pipeline, werden die in Zukunft profitieren, außer dass die jubeln, dass Russland hat was verloren. Auch. Gehen wir weiter. Wird USA profitieren, weil die große
Industriestrukturen, welche haben endlich verstanden, dass sie können nicht beispielsweise am 8. oder 10. November Leute auf die Straße bringen mit Ruf, mit Hilfe AfD, mit Hilfe Gewerkschaft, gib uns Nord Stream 2, gib Gas frei. Jetzt ist es vorbei mit diesem Thema. Das heißt, die große Industrie wird irgendwo hinlaufen. Die laufen nicht nach Russland, Russland profitiert nicht dabei. Die laufen nicht nach Afrika oder nach Australien oder nach Japan. Wohin die führen? Top-Management nach USA. Nicht nach Britannien übrigens. Und gnadenlose Spielchen über Top-Management, welche man versucht erklären, wieso in den USA zurzeit ist besser. Wenn Top-Management macht einen Asylantrag in den USA und wir wissen schon ein paar Fälle über die Gespräche, dann könnte man verstehen, was soll passiert im nächsten, damit tatsächlich wird beschleunigt die Industrieumsiedlung nach USA. Muss man nur in Europa richtig Nervosität schaffen bis Atomkrieg, bis meine Heimatstadt Lemberg in Westukraine wird mit Atomwaffen bombardiert und dann Nuklearwaffe genutzt. Man könnte spekulieren für Bevölkerung, für Politiker, für Sicherheitsbeauftragte, aber für Industrie und für Geschäfte, wenn man diese Nervosität richtig bringt auf den Tisch, serviert sozusagen, dann die haben mehr Verständnis. Und da mache ich jetzt einen Anruf und sage, hey, hallo, was brauchst du noch, damit du kapierst, dass beispielsweise BASF soll tatsächlich umsiedeln? Oder wer bekommt noch viel Gas oder brauchst du? Welche Produktion von die Gütermittel, Gutmittel oder wie heißt das, für Erde, damit wächst es besser? Dünger. Düngemittel, Düngemittel. Düngemittel, was brauchst du noch? Umsiedlung. Das heißt, profitiert USA in der Richtung. Dann gehen wir weiter. Wir spielen Sherlock Holmes. Russen haben gefunden, ich meine, irgendwelche Blogger, welche macht immer Spielchen über die Flugradar, über die Hubschrauberradar. Und im Internet gibt es ein Spuren, was, welcher Flieger war dabei, ohne Anerkennung und so weiter. Blitzschnell, man zeigt, dass er hat noch vor 2 Wochen mehrere Hubschrauberdrehungen über diesen Punkt von USA registriert. Und dazu Russen sagen, dass Geheimdienste USA haben diese Teil in diese See zum Verantwortung. Was sagt die blitzschnelle Antwort von USA? Dass die russischen Schiffe wären dort vor kurzem. Und wenn wir sprechen über die Kampfschwimmer, welche im Rucksack können C4 bringen oder irgendwas Modernes, oder sprechen wir über U-Boote und gleichzeitig Russen sprechen über USA-U-Boote, welche sind als Drohnen unter Wasser unterwegs. Die USA sprechen über russische U-Boote, welche sind als Drohnen unterwegs. Das heißt, guck mal, mit Spiel gut und schlecht die Polizei. Hin und her, wenn ich überzeuge dir, das tatsächlich haben die USA gemacht, oder du überzeugst mich, dass tatsächlich Russen haben das gemacht. Wer leidet? Und es ist nur ein einziger Opfer, welcher hat verloren, Plan B. Das heißt, Deutschland zurzeit ist tatsächliche Opfer. Ob Deutschland ist so weit und könnte im eigenen Interesse handeln und zusammen mit Russland jetzt Aufklärungsunterlagen tauschen oder zusammen eine Kommission zu stellen. Es war noch keine Anfrage. Es ist zweiter oder dritter Tag wird und von Auswärtigem Amt Deutschland ist keine Anfrage an die USA und keine Anfrage an Russen. Das heißt, Deutschland zurzeit mit dieser Regierung hat keine Lust, das richtig zu untersuchen. Wir müssen raus aus Propaganda hin und her Spielchen, sondern wir müssen tatsächlich über die Fakten mit dieser großen Lindsay, Linse schauen. aber es ist bislang ja kein Interesse da, offenbar an einer unabhängigen Untersuchungskommission. Die einzelnen Länder machen da was. Auf der Nord Stream AG wird es natürlich auch die Löcher zumindest untersuchen, den Schaden untersuchen, aber wird wahrscheinlich kaum aufklären können, von wem das begangen worden ist. Also vermutlich wird da nichts rauskommen, nehme ich mal an. Es ist wie immer, kommt nicht raus, aber jemand hat das gemacht. Das heißt, wenn die Deutschen interessieren sich für Aufklärung, die sollen auch sich interessieren für Reparatur. Das heißt, Nord Stream 2 soll nicht funktionieren, aber soll repariert werden.
ob es es möglich ist, aber wer ist Ansprechpartner? Bestimmt nicht die USA. Das heißt, unabhängige Regierung ist zurzeit in Deutschland mehr gefragt als unabhängige Gedankenweise. Und Schuldvorwürfe, welche Russen machen, richtig stark an die USA. Für mich ist es auch deutlich, dass die Russen sind keine Gewinninstitution. Weil es klingt wie eine, wie heißt denn bei Terroristen, welche hat diese Selbstmordspring. Für Gazprom ist es diese Sprengstoffgürtel Sprengstoffgürtel von, wie heißt es, diese terroristische von Islamisten. Islamisten von Ja. Mordschachisten, oder wie heißen die? Wunderschönes Wort, welches erklärt es. Wie heißt es? Selbstmordattentäter, meinst du auch? Selbstmordattentäter. Ja. Gazprom ist zurzeit als Selbstmordattentäter soll man invisiert und da soll man gründen. Ich habe schon Focus heute gelesen und die liefen auf britische Zeitungen. Eine Beweismittel, dass die Russen haben das gemacht. Okay, Russen sind Selbstmordtäter. Besonders Gazprom ist Selbstmordtäter. Was mich interessiert, weißt du, und ich möchte diese ein bisschen vertiefen. Die Russen haben gesagt, dass mit eigenen Regeln, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, werden diese Verschärfungston haben mit unerkannte Referendum. Dass die werden das schützen. Welche Antwort sollte Westens geben für diese Nichtanerkennung? Gespräche über Nuklearabschlagtausch, Gespräche über die neue Sanktionen. Asymmetrische Antwort, es ist Nord Stream 2 ruinieren und Russland als Terrorstaat Anzeichen anerkennen. Das bedeutet, Gazprom Bank unter Sanktionen, raus aus der SWIFT, alle russischen Banken, es gibt es diejenigen, welche funktionieren noch mit SWIFT, auch sind raus aus dem SWIFT. Die russischen Schiffe werden ständig untersucht, weil es ist terroristischer Staat. Und das ist wie eine Kriegserklärung, weil niemand hat erwartet, dass Anerkennung als terroristischer Staat könnte gehen auf diese Weise. Und dann ist es Ach stark. du meinst, dass wegen dem Anschlag jetzt das durchgehen könnte, dass auch in den USA, dass Russland als Terrorstaat Genau. Und klassifiziert wird? was hat mir am besten gefallen? Wenn irgendwas passiert, jeder Kripo-Beamter, jede Staatsanwaltschaft-Mitarbeiter sagt dir, wir warten noch auf Untersuchungen. Und die Stärke, mit welcher man hat angefangen, die Diskussion über Russland als Terrorstaat, wir sprechen jetzt nicht mehr unter wahr oder nicht wahr, fair oder nicht fair. Ob es ist tatsächlich Steigerung im Hitzegespräch, diese gegen Russland und gegen russische Gegner. Guck mal, jetzt ist Ukraine nicht mehr im Gespräch. Jetzt ist im Gespräch Russland und irgendwem, wer hat das gemacht? Und da muss ich dir sagen, nach Referendum war Bau natürlich auf westlicher Seite. Was die, entweder man soll Ukraine verraten und sagen, Ukraine, dass die sollen jetzt akzeptieren, Krieg vorbei, weil es führt weiter. Wir haben auch in Betracht genommen, ob Polen könnte Mobilisierung, auch teilweise Mobilisierung, das ist auch steigegrant. Niemand hat berechnet mit dieser Explodierung Nord Stream 2, außer polnische, ukrainische und britische jubelnde Mitbürger, Politiker, Journalisten und so weiter. Und jetzt ist wieder Ball auf russischer Seite. Wieder Ball. Und wir sprechen nicht jetzt über die Auswärtige Amt, wie die reagieren, was die verlangen, das UN-Sicherheitsrat, was die da machen, ob haben die tatsächlich Beweis, dass die USA das machen. Aber einen einzigen Moment, kannst du vorstellen, dass ich liege, die jetzt auf dem Tisch Beweis, dass die USA hat gemacht. Dann sofort, was passiert? Deutschland ist raus aus dem Waffenlieferung nach Ukraine. Deutschland könnte tatsächlich zusammen mit Russen es liberieren, obwohl bei Sanktionen die bleiben. Und die werden vorsichtiger und befeindeter zum USA. Nur ist es, nur wenn die Deutschen haben Wunsch und Wille, selbstständig zu handeln. Aber sie sind Damit ja noch im Verbund der EU, also das sehe ich nicht. Da sind die Hände gebunden.
Man könnte bleiben bei Sanktionen, aber ich habe die ganzen Sanktionen gelesen. Die Reparatur könnte man, es gehört nicht zum Sanktionen, Reparatur wegen Ökokatastrophe beispielsweise zu machen. Und Ökokatastrophe natürlich mit jeder Stunde wird größer und größer. Naja, aber das Gas ist ja jetzt in den nächsten Tagen ausgeflossen. Dann ist keine Katastrophe mehr und der Schaden ist schon da. Und die Rohre gehen wahrscheinlich allmählich durch das Salzwasser kaputt. Also von Ich habe daher. gelesen, dass die Rohre können über Salzwasser kaputt und dann ich habe heute auch gelesen, dass gibt es noch ein zweites Leck und das kommt zum anderen Explosion noch nach Osten und dann ist es endgültig vorbei. Auch das Bush hat gesagt, das wird nie Nord Stream 2 finden und Nord Stream 1. Und dann, wir sind geblieben bei Anfang unserer Gespräche. Wir wissen nicht, wer ist das, wer hat das gemacht und wozu, aber wissen ganz genau, wer ist Opfer. Deutschland ist Opfer. Deutschland, nicht Europa, nicht Brüssel, nicht Spanien, nicht Griechenland. Deutschland ist eine Opfer. Und wenn tatsächlich es passiert, man braucht nicht viel Explodierungsstoff, dass in Ukraine in fünf verschiedene Orte gleichzeitig wird explodieren, diese Rohr, über welche Europa wird noch geliefert mit Gas. Dann kannst du vorstellen, auf die Straßen in Deutschland im kalten Winter kommt Chaos, Anarchie, Plünderungen. Dann Deutschland wird erlebt eine unstabile Zeit. Und in unstabile Zeit Wirtschaft, Topmanagement, Wissenschaftler, IT-Bereich, richtig große Industrie, die haben schon jetzt Option, raus aus Deutschland zu fliegen. Wohin? Natürlich, das beste Option ist USA, nicht Frankreich, übrigens nicht Briten. Und in dem Sinne sage, dass was mir fehlt jetzt, es ist nicht Aufklärung, weil ich denke, Aufklärung könnte sagen, das war eine kleine Leck, welche man hat technisch übersehen und dann war groß und dann man hat wegen Druck explodiert und so weiter. Man könnte auch Schuldigung machen, wegen das Druck war geringer dort. Man findet irgendwelche Ausrede ohne Verschwörungstheorie. Aber Zukunft für Deutschland sieht zurzeit so, dass Deutschland zurzeit ist erpressbar in naher Zukunft, richtig von Mächten der Ukraine. Und Ukraine könnte jetzt, auch wenn die Deutsche finden gemeinsame Sprache mit Russen, wir sprechen nicht über arabische Länder, welche liefern jetzt flüssige Gas und das reicht. Es ist so, man könnte überwintern, aber wir sprechen über was anderes. Und dann die Ukraine könnte sagen, nee, ihr solltet nicht mit Russland sprechen. Nee, ihr müsst uns mehr Geld geben. Deutschland zurzeit ist richtig erpressbar über Ukraine. Natürlich über Russland, weil Russland könnte sagen, das war's mit Gas und so weiter. Natürlich durch Amis, wie immer. Aber ich meine, die beste Option sind von Ukraine, Deutschland erpressbar machen. Jetzt nach dem Ende Ja. von Nord Stream. Ja klar, Ukraine hat jetzt einen riesigen Gewinn erzielt. Du kannst nicht vorstellen, was läuft im ersten WhatsApp geschlossenen Gruppen von Europaparlament, von PACE, von OSCE, wo sind Ukrainer und Engländer und Polen zusammen. Die haben gejubelt so wie 1 zu 0. Weißt du? Und diese Tor-Rufe, weißt du, endlich. Okay, Russland hat es sowieso nicht mehr genutzt, so wie es war gedacht. Sowieso, Russland ist im umarmen China zurzeit und nach Ostens gedreht. Es sieht so, man sieht es. Und noch das zu machen, diese Morteur-Suizid, Selbstmord, Gazprom als Selbstmord darzustellen, ich finde, es ist zum Kotzen, muss ich sagen, so wie wir diskutiert für Analytiker und Experten. Wozu die Russen haben das gemacht als Terrorstaat. Das heißt, ich bin enttäuscht, richtig von allen Medien, welche haben das laut gesprochen. Und ich bin stolz, wie immer, auf Berliner Radio, Inforadio. Die haben wieder mehrere Optionen gegeben und auch eingeschaltet, die russische Vertretung von deutschen Journalisten in Russland. Und die haben auch andere Projektionen gegeben, das heißt, mehr Sicht gegeben. Oh, die sind Kämpfer, muss ich sagen. Die sind Kämpfer. Kompliment. Naja. Okay, Wladimir, dann gucken wir mal, wie weit Deutschland dann auch wirklich erpresst wird, oder sich erpressen lässt, weiterhin. Du hast ja einen schlechten Ausblick geboten.
unerfreulichen Ausblick, aber die Deswegen, ich wollte mit dir sprechen, dass ich habe diesen Blick. Es wird in 3 Tagen schon vorbei, denke ich, weißt du. Heute ist UN-Sicherheitsrat. Ich habe gestern mit russischem Radio 1 Stunde Live-Unterhaltung und ich habe meine Visionen gegeben. Vor einer Woche, ich habe meine Visionen gegeben. Du, jedes Mal, ich treffe im Schwarzen. Jedes Mal. Na, okay. Dann treffen wir ins gute Schwarze, weniger ins schlechte Schwarze. Bis später. Ja, okay, Wladimir, danke.